Bauarbeiten in der Straße am Hohlen Stein liegen voll im Plan. Das ist auch wichtig, denn am 20. Juni muss alles fertig sein, damit hier die innerörtliche Umleitung für Auto und Meer eingerichtet werden kann. Die Wasserleitung muss erneuert werden. Sie stammt aus dem Jahr 1965 und in den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Rohrbrüchen mit erheblichem Wasserverlust gekommen. Nachdem die Hauptleitung bereits liegt, werden jetzt die Hausanschlüsse vorbereitet. Die Inbetriebnahme ist für nach Pfingsten vorgesehen. Dann sollen auch die Arbeiten an der Straße wieder aufgenommen werden. Einige Auskofferungen sind noch erforderlich, um die Last des heutigen Verkehrs aufnehmen zu können. Dann sei alles pünktlich zum 20. Juni fertig, ist der Bauleiter der ausführenden Firma sicher. Es darf aber nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommen.